Es ist gerade ein ziemlich verregneter Freitagnachmittag in den Sommerferien und ich komme gerade fresh aus der Dusche, wie ihr bestimmt sehen könnt. Und ich dachte, ich filme dieses Intro jetzt einfach mal, während ich mich fertig mache. Deswegen erzähle ich euch einfach alle Sachen, während ich den Rest meines Make-ups mache. Ich habe gerade meine Base fertig. Ich habe einfach solche Langeweile und möchte deshalb einfach am liebsten meinen Kleiderschrank komplett aussortieren, komplett alles rauswerfen, was mir nicht mehr gefällt und die Sachen dann auch verkaufen. Dann habe ich mir gedacht, warum mache ich nicht einfach ein YouTube-Video daraus, weil das ist so mein Hobby. Ich mache YouTube, Leute, ihr kennt mich. Genau das machen wir jetzt gleich, wenn ich hiermit fertig bin. Deshalb, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, seht ihr auch mein Vinted-Profil und wo ihr die Sachen dann kaufen könnt, wenn ihr vielleicht irgendwas schön findet oder sowas. Also ich verkaufe die wirklich einfach nur so, weil ich es einfach zu schade finde, wenn ich so nichts mit den Sachen mache, die die ganze Zeit hier rumliegen. Ist das gut verblendet? Ich bin mir nicht sicher. Auf zur anderen Seite. Wenn ich die Sachen dann auch verkaufe, mache ich solche fairen und auch wirklich so günstige Preise. Und ich werde auch keine Sachen verkaufen, die irgendwie von Shein oder sowas kommen und die Sachen sind wirklich alle Secondhand. Also würde ich mal sagen, mache ich meine Mascara und dann geht's ab zur Hölle schlechthin zu meinem Kleiderschrank. Ich habe hier sogar eine Kleiderstange, wo ich dann so ein paar Sachen aufhängen werde, gleich mit euch zusammen Fotos machen werde, weil ich werde immer ein Foto machen für Vinted, wo ich dieses Produkt dann einmal so trage und dann, wo ich es einmal da aufhänge, weil ich möchte die Fotos auch irgendwie gut haben, dass sich Leute auch wirklich vorstellen können, was das für eine Sache ist und nicht so komplett schlecht belichtet abends das machen. Also cut the cameras, wir sehen uns gleich, wenn ich da bin, wieder. Also wie ihr sehen könnt, mein Make-up ist soweit fertig. Ich ziehe jetzt eben Socken an, weil mir ist ein bisschen kalt an den Füßen. Ich habe gerade so ein mega chilliges einfach zu Hause Outfit an, was ich eigentlich immer zu Hause anhabe. Aber um halt alle Pieces auch wirklich anzuprobieren, ist das glaube ich nicht die beste Wahl. Deswegen werden wir jetzt eben mal so ein Base-Outfit zusammen aussuchen, was ich einfach anlassen kann, worüber ich alles anziehen kann und wo ich dann die Sachen einfach wieder ausziehen kann. Und ich bin danach nicht immer komplett nackig unterwegs. Deswegen, was ist am besten? Wahrscheinlich sowas eher eng anliegendes an meinem Körper, denke ich mal. Also das ist einfach auch so ein TVO-Set, was man auch irgendwie perfekt zu Hause tragen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt trainieren gehen will. Ich kriege ja manchmal so Hate-Kommentare oder Leute mir vorwerfen, du trägst so ein TVO-Set, das heißt, du gehst niemals trainieren. Und selbst wenn, dann ist es halt mein cooles Zuhause-Set. Nein, aber ich war heute schon trainieren, deswegen habe ich mich gerade geduscht. Egal, ich ziehe mich jetzt um und dann geht's los. Right here. Ja, das hier ist jetzt das Outfit, in dem wir anfangen werden, diesen Horror-Kleiderschrank auszusortieren. Beziehungsweise eigentlich ist es ein Traumkleiderschrank, weil es gibt wirklich alles, von den hässlichsten Klamotten bis zu den schönsten, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, der geht auch langsam kaputt und ich habe den noch nicht so lange. Aber diese Schubladen, die hier drin sind, sind einfach viel zu schwer, weil diese Klamotten, die da drin sind, das wird immer mehr, Leute. Und ich muss einfach mal loslassen. Und ich bin so eine Person, ich kann ganz, 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 ganz schlecht Kleidung loslassen. Wir starten direkt mit Pull & Bear. Irgendwie das hier ist mir einfach ein bisschen zu eng. Deswegen werde ich das hier direkt verkaufen. Als nächstes haben wir so ein mega gemütliches Sporttop hier. Und ich finde, es macht eigentlich eine ganz gute Figur und so. Aber ich habe es, seitdem ich es halt bekommen habe, nicht ein einziges Mal getragen. Und deshalb wird das hier auch verkauft. Eigentlich ist es wie neu. Dieses Oberteil muss ich nicht einmal anprobieren, um zu sagen, dass ich es verkaufen möchte. Und zwar ist das von Brandy Melville und es ist eigentlich so ein niedliches Oberteil. Und ich glaube, mir wird es auch ein bisschen schwer fallen, mich davon zu trennen. Ich habe es 2020 so gerockt, aber heute ist es einfach gar nichts mehr für mich, Leute. Diese mega schönen Basic-Oberteile werde ich auf jeden Fall alle behalten. Also das sind so Skims-Sachen. Und hier ist auch was von Subdued bei. Bei dem hier bin ich mir gar nicht so sicher. Das hatte ich schon ewig nicht mehr an. Aber jetzt, wo ich es aufmache, sieht es einfach für mich aus wie so ein Skims Dupe. Deswegen probieren wir das einfach mal zusammen an. Und am Ende des Videos werden wir dann natürlich... Oh, das werde ich auf jeden Fall behalten. Anyways, am Ende des Videos werde ich dann natürlich noch Fotos machen. Ihr dürft natürlich auch dabei sein. Und wenn es dann mal ein spannendes Piece gibt, was ich euch unbedingt zeigen muss, dann schaut euch die Timelapse aus, sag was kurz dazu. Und so lange gibt es ein paar Real-Life-Stories von mir in einer Timelapse. Der eigentliche Grund, warum ich diese ganzen Sachen jetzt aussortiere, ist natürlich nicht nur, weil mein Kleiderschrank zu schwer ist, sondern auch, weil ich meinen Style ein bisschen ändern möchte. Wer hätte es gedacht? Ich möchte nochmal ausmisten, bevor der Herbst dann wirklich anfängt. Weil ich würde gerne so ein bisschen classy herumlaufen. Und ich finde, dieses Hemd passt eigentlich so ein bisschen zu classy, aber ich habe es so lange und ich trage es nicht. Das hier ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil der hier ist eigentlich brandneu, aber ich ziehe den halt nie an. Und um ehrlich zu sein, ist mir der auch ein bisschen zu klein. Dabei könnte diese Jacke halt eigentlich
eigentlich komplett niedlich sein, wenn man die so richtig kombiniert. Deswegen, ich freue mich schon gleich, so Outfits rauszusuchen, um diese Sachen dann auch so wirklich zu kombinieren. Aber falls ihr vielleicht wisst, dass ihr ein bisschen kleiner seid als ich, weil ich bin 1,70, dann könnte euch das halt perfekt passen. Und es ist halt komplett neu, komplett ungetragen von Subdued. Und ich glaube, ich werde die so für 20 Euro verkaufen, obwohl ich die, glaube ich, für 40 gekauft habe. Deswegen ein bisschen Verlust werde ich schon machen, auch wenn es komplett brandneu ist. Das ist so ein süßes Baby-Tee. Also für alle Leute, die vielleicht solche Baby-Tees suchen, ich leg's euch rein. Und generell habe ich hier noch so ein paar andere Sachen, die ihr vielleicht lieben werdet. Und generell möchte ich meinen Style einfach so ein bisschen aufs nächste Level bringen. Also so ein bisschen classier, so ein bisschen vielleicht auch elegant, ladylike werden. Und das hier erinnert mich so ein bisschen zu sehr an kleine Mats. Also Sachen, die ich mega süß finde. Aber ich finde, ich möchte einfach so ein bisschen erwachsener aussehen, wenn das ein gutes Wort ist. Das hier ist eigentlich ein süßer Mini-Rock und ich möchte ihn, glaube ich, mal anprobieren für euch. Also ihr könnt sehen, eigentlich, dass der eigentlich total niedlich ist. Deswegen, falls ihr sowas sucht, so ein bisschen mit so Karos, vielleicht habe ich den richtigen für euch. Und der ist auch eigentlich ein bisschen länger. Also ich habe, seitdem ich den gekauft habe, ein bisschen zugenommen. Ich glaube, das ist so eine ungefähr eine S. Das hier ist mega die gemütliche Yoga-Pants. Die ist mir leider zu kurz an den Beinen. Und deshalb werde ich die halt auch verkaufen. Und deshalb möchte ich mir diesen Winter auch so ein kleines Pair Boots holen. Und ich glaube, die Farben, die ich so wählen werde, sind immer noch Navy Blue, Beige, Grau und Schwarztöne. Und es passt einfach so gut, diesen Winter. Ich freue mich so auf diesen Winter. Oh mein Gott, Leute. Und ich möchte so viel erleben. Am liebsten so den ganzen Winter Skifahren. Oh mein Gott, dieser Minirock ist so süß. Aber der ist mir einfach viel zu klein. Und vielleicht habt ihr ja mehr Spaß damit. Und wisst ihr, was ich so gerne machen würde? Eine Weltreise. Und dann würde ich einfach so alle Orte auf dieser Welt auch im Winter sehen. Und dann würde ich so an Orte fahren, wo es im Winter vielleicht Sommer ist. Dann kann ich den besten Sommer ever haben. Falls ihr so Stockholm-Style liebt oder generell solche diese Röcke, die so von Meet Me There sind und sowas, dann kann ich euch diesen hier einfach nur empfehlen. Ich werde den jetzt verkaufen. Viel Kleid, was ich einmal für euch gerne anprobieren kann. Ja, wahrscheinlich werde ich ab diesem Winter studieren. Ich weiß noch nicht ganz genau wo, aber ich glaube, ich werde euch in nächster Zukunft ein Update geben können. Oh nein, dieses Kleid ist mega niedlich. Nicht, dass ich mich jetzt nochmal in dieses Kleid verliebe. Nein, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde das hier schweren Herzens verkaufen. Aber eigentlich will ich es auch behalten. Boah, ich bin mir ehrlich nicht sicher bei diesem Kleid. Hier brauche ich eure Meinung. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ich mit diesem Kleid machen soll. Ich bin mir so unsicher. Und ganz viele von euch fragen sich bestimmt, Mats, was studierst du denn so? Und ich habe lange überlegt, ich habe wirklich lange überlegt, was möchte ich studieren? Und ich glaube, ich bin jetzt bei BWL gelandet. Also ich fand Wirtschaft eigentlich schon immer interessant. Und deshalb werde ich jetzt einfach eine Wirtschafts-Girlboss ihre CEO-Queen. Nein, Spaß, aber ich liebe einfach alles, was mit Wirtschaft zu tun hat. Diese braune Brandy-Jacke, bin ich mir gar nicht so sicher, was ich mitmachen werde. Also ich glaube, ich werde die einmal anziehen jetzt. Weil an sich so, ich weiß, dass ihr die auch lieben würdet, so. Aber das Ding ist, ich liebe sie halt auch noch zu sehr, glaube ich, um sie schon zu verkaufen. Also ich glaube, hierzu muss ich mir halt einfach mal so ein Outfit überlegen, was hierzu auch ganz niedlich kommt. Vielleicht, wenn ich mir so ein neues Gymset hole oder komplett im Braun. Also TV, falls ihr es für mich habt. Ich kombiniere es gerne mit dieser Jacke. Ich werde die Jacke behalten. Sorry, Leute. Nur für mich. Dieser Sweater. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich. Ich glaube, den hier muss ich einfach behalten, weil er ist so lustig, ne? Ich glaube, das ist der lustigste Sweater, den ich so besitze. Und einfach für zu Hause. Ich bin ehrlich, ich hatte den schon ein paar Mal an. Einfach so zu Hause, um mich wirklich so komplett zu entspannen und den Tag zu genießen. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch nicht so viel Interesse an mit Entchen bestückten Sweater zu kaufen. Und ich hatte mich an 4 Unis beworben. Eine Uni hat mich leider abgelehnt, obwohl ich eigentlich ziemlich gute Noten hatte. Aber es gab so einen Einstiegstest und ich habe den wirklich verkackt, Leute. Wenn ich es euch sage, verkackt, dann habe ich den wirklich verkackt. Und ich habe noch mich bei 3 anderen Unis beworben. Und bei 2 habe ich schon die Antwort. Ich bin 2-mal angenommen. Einmal fehlt mir halt noch die Antwort. Deswegen drückt die Daumen für mich, Leute. Ich sag euch dann später, wo. Und noch eine blaue Jeans, die so ein bisschen gut gerade unten ist. Und das war's schon. Jetzt werde ich Fotos machen für mein Vinted-Account. Das hier ist übrigens alles, was ich verkaufen werde. Und das hier ist mal mein Fuß als Reference dazu. Also es ist schon ein ziemlich großer Haufen, an dem ich jetzt arbeiten darf. Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht bei ein paar Bestellungen, wenn ihr mir vielleicht schreibt vorher, dass ihr von mir Abonnent seid,
werde ich vielleicht ein Überraschungskleidungsstück reintun. Also, wenn ihr was haben wollt, also nicht bei allen, aber bei ein paar als Überraschung werde ich vielleicht noch irgendwas reintun, damit ihr euch vielleicht freut, wenn das eure Größe ist. Vielleicht frage ich euch dann ja, was ist eure Größe? Und dann werdet ihr ziemlich überrascht sein. Also ich werde jetzt die ganzen Thumbnails aufnehmen, deswegen wird es jetzt, glaube ich, eine kleine Timelapse geben, wie ich alles anprobiere und Fotos davon mache und danach noch Fotos mache mit meiner Kleiderstange, die ich noch hier hinholen muss, und danach ist dieses Video auch schon fast vorbei. So, ich habe ein weißes T-Shirt angezogen und es kann jetzt direkt losgehen. Ich werde jetzt kurze Hosenröcke, alle Unterteile anziehen, weil zu weißem T-Shirt passt bekanntlicherweise alles. Und das hier ist auch schon die letzte Timelapse aus diesem ganzen Video. Ich probiere jetzt nur noch die Sachen ganz schnell an, weil es hat einfach so lange gedauert. Und ich habe auch ganz viel rausgeschnitten und ja, Fotos habe ich gemacht. Ihr könnt das ja dann auf meinem Vinted-Account sehen, wie es dann aussah. Ich zeige euch jetzt alles auf meinem Vinted-Account, wie der heißt und so weiter. Also bleibt dran. Aber ich glaube, ich werde jetzt aufhören zu filmen, weil sonst schaffe ich das alles zeitlich nicht, weil ich muss dieses Video noch schneiden. Das muss einfach heute online gehen. So, zum Ende dieses wunderschönen Videos werdet ihr bestimmt wissen, wie heißt Mats auf Vinted und wo kann ich vielleicht ein paar Sachen kaufen, die mir vielleicht unfassbar gut gefallen haben. Ich heiße genauso auf Vinted wie auf YouTube. Wer hätte es gedacht? Ich heiße einfach Mats. Und den Account habe ich komplett neu erstellt. Also falls ihr euch jetzt irgendwie denkt, oh, es wird gar keine Bewertung oder sowas, es ist ein Scam. Nein, ich sitze hier, also ihr seht mein Gesicht. Ich werde euch nicht scammen oder sowas. Ich heiße einfach Mats. Ihr könnt vorbeischauen, wenn euch was gefällt. Ihr könnt euch so Bundle zusammenstellen, wenn ihr verschiedene Sachen haben wollt, aber nicht 500 Mal Versand zahlen wollt. Ich glaube, das kann man euch nur empfehlen. Und ich kenne mich selber gar nicht so mit Vinted aus. Deswegen, falls ihr irgendwelche Tipps und Tricks an mich habt, als erstes Mal Vinted-Benutzerin, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin total offen für alles. So, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonnieren auch nicht vergessen. Und vielen Dank, dass ihr auf mein Video von Anubis geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Kakao!